Hallo Messerbegeisterte, ich bin der Sergio von Online-Shop www.jahr-messer.de. Ich möchte euch heute informieren über neue Ankömmlinge bzw. über ein Messer, das jetzt angekommen ist. Und zwar geht es hier, wie man wahrscheinlich schon in der Überschrift gesehen hat, über den Irbis. Also Irbis ist wieder verfügbar bei mir im Shop. Ich gebe euch unten in der Beschreibung einen Link. Dann könnt ihr das einsehen bzw. bestellen, so halt das, was ihr wollt. Genau, es geht um das Messer hier. Irbis von Rainer Rossmann mit N690 Stahl. So sieht's aus. Schneeleopard. Dann, was wird noch demnächst kommen? Ich werde euch jetzt auch ein Video einblenden von einem Messer, das schon unterwegs ist. Das wird, ich schätze mal, ein Monat, vielleicht eineinhalb Monate wird das ankommen. Und zwar, das Messer heißt Falter. Das ist ein Ersatz für den Eagle. Falter ist ein Zweihandmesser, also 42H konform. Und wie man hier sehen kann auf dem Video, gibt es noch so eine Ledertasche noch mit dazu, die man mit einem Clip am Gurt quasi befestigen kann. Ich habe extra an diesem Messer keinen Clip gemacht, ja, weil ich wollte einfach ein blankes Messer haben, so ein schönes handgreifliches Teil, und genau das war mein Ziel. Und deswegen habe ich gedacht, okay, mache ich einfach mal eine Tasche dazu aus Leder, und genau das können Sie hier sehen. Wie gesagt, das in eineinhalb Monate ungefähr wird das ankommen. Und dann wird es ein Video geben, ausführliche Beschreibung, und dann kann man das bei mir im Shop einsehen bzw. bestellen. Nächstes Video blende ich euch noch wieder ein, und zwar jetzt. Das ist auch ein Zweihandmesser, das ist etwas größeres, wie man auch hier erkennen kann, im Vergleich zur Hand. Das Messer heißt Falke. Falke hatte ich auch schon mal im Shop gehabt. Genau, das ist auch ein Zweihandmesser mit N690 Stahl, 60 Rockwell Härte. Und zwar hat das Messer ein Backlock, oder in dem Fall sitzt das halt in der Mitte. Mittellock, keine Ahnung, also Backlock heißt das. Wenn ich das richtig weiß, heißt das Backlock. Genau. Und das ist ein Jagdmesser, also ist als ein Jagdmesser konzipiert. Und es wird verschiedene Varianten, beziehungsweise es ist noch ein Prototyp, und ich weiß noch nie genau, was ich da jetzt als Trageweise, ich überlege es mir noch. Also auf jeden Fall habe ich mir jetzt so eine Kydex bestellt, um einfach mal zu schauen, wie das funktioniert. Ich werde das dann tragen, versuchen und schauen, ob das bequem ist und so weiter und so fort, ob das in Ordnung ist. Zum Beispiel Kydex, dann sind auch aus Leder zwei unterschiedliche Scheiden vorgesehen. Die habe ich noch nicht, also die zeige ich euch jetzt im Moment noch nicht, aber die kommen auch mit. Und die werden dann erstmal ausgiebig getestet, bevor dann Entscheidung getroffen wird, ob aus Leder oder aus Kydex. Aber ich tendiere eher zum Leder, ja, bei diesem Messer. Ja, Leute, so viel zum Thema, was noch alles, was jetzt demnächst kommen wird, ja. Und das waren halt diese zwei Prototypen, die ich euch zeigen wollte. Diese zwei Klappmesser, wie gesagt, eins ist schon unterwegs, das andere ist im Moment noch als Prototyp da, und das wird aber noch dieses Jahr auf jeden Fall kommen, das große Falke Klappmesser Zweihand, wie gesagt. Also deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall, meinen Kanal zu abonnieren, und auf dieser Stelle sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.